5 Jahre sind seit der Unterzeichnung des Pariser Klimaabkommens vergangen. Und schon da wäre es allerhöchste Eisenbahn gewesen, sich konsequent und mit gebündelten Kräften der Klimakrise entgegenzustellen. Voller Entsetzen betrachten wir, wie wenig sich seitdem getan hat. Die Politik scheint das Problem, trotz klarer wissenschaftlicher Beweise, nicht ernst zu nehmen und noch immer zu glauben, es lasse sich auf morgen verschieben. Der Zustand der Umwelt wirkt sich auf komplexe Weise auf unser Erleben, Verhalten und die Gesundheit aus. Naturkatastrophen, Extremwetterereignisse und Verlust der gewohnten Lebensumgebung stellen eine hohe psychische und physische Belastung für den Menschen dar. Die erlebte und wahrgenommene Bedrohung durch die Klimakrise kann zu intensiven und als überwältigend erlebten Gefühlen führen, die in Handlungsunfähigkeit und psychischen Störungen resultieren können. Als PsychologInnen und PsychotherapeutInnen ist es unsere Aufgabe, die Gesundheit der Menschen zu erhalten und ihnen zu helfen, mit Bedrohungen und Belastungen zurechtzukommen, Entwicklung zu wahren und zu fördern. Die Zukunft und das Wohlergehen unserer und zukünftiger Generationen sind bedroht. Diese Bedrohung ist ohne politisches Handeln nicht zu überwinden. Im Laufe der letzten Jahre haben junge Menschen auf der ganzen Welt beschlossen, dass sie nicht mehr länger zuschauen wollen, wie ihre Zukunft von verantwortungslosen und ignoranten PolitikerInnen verspielt wird. Es haben sich überall engagierte, mutige und laute Klimaschutzgruppen gebildet, allen voran die Fridays for Future. Kinder und Jugendliche gehen auf die Straße und ins Netz, machen sich für Klimaschutz stark und fordern die Verantwortlichen auf, ihren Job zu machen, sich der globalen und lebensbedrohlichen Klimakrise entgegenzustellen. Was sich hier zeigt, nennen wir in der Psychologie Parentifizierung, eine Rollenumkehr von Kindern und Erwachsenen. Kinder übernehmen die Verantwortung, weil die Erwachsenen sich ihr verweigern, weil sie zu überfordert, zu unreif oder zu bequem sind, um dem Problem ins Auge zu blicken und entsprechend zu handeln. Und als sei das nicht peinlich genug, versuchen sie sich über diese beeindruckenden jungen Klimaengagierten lächerlich zu machen, sie zu bekämpfen und zu kritisieren. Sie erwarten von ihm, perfekte Vorbilder zu sein und den Kampf gegen die Klimakrise praktisch allein auszutragen, während die Verantwortlichen weiter munter fossile Brennstoffe, den Flugverkehr und klimazerstörende Agrarpolitik unterstützen. Dabei sollten doch die Erwachsenen die Vorbilder sein. Stattdessen verdrängen, verleugnen und ignorieren diese das Problem. Hier läuft also gehörig was verkehrt. Aber unsere mutigen jungen Menschen sind nicht ganz auf sich allein gestellt. Gemeinsam mit Fridays for Future richten die Psychologists for Future, Parents, Grandparents, Farmers und viele andere For Future Allianzen die Scheinwerfer auf die bisher unzureichende Klimapolitik und fordern Fight for 1.5.